die Formel-1-lose Zeit wieder beendet. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht und habt vor allen Dingen die massigen Feste relativ heil überstanden. In den letzten 4 Wochen ist natürlich auch auf dem Musikmarkt viel passiert. Das werden wir jetzt so aufrollen, unter Berücksichtigung der neu eingetretenen Titel in die Charts. Tja, was haben wir alles dabei? Nick Kershaw, Aha, Bonnie Tyler, Fritz Brause, Bronski Beat, Erste Allgemeine Verunsicherung, Survivor, Artists United Against Apartheid, Münchner Freiheit, Eurythmics, The Cars und Falco. Und gleich den ersten Neuzugang auf Platz 70 in Deutschland, Nick Kershaw, When a Heart Beats. When a Heart Beats von Nick Kershaw ist schon Material von seiner ganz neuen LP. Die wird dann irgendwann so im Frühjahr erscheinen. Jetzt gibt's ein 5 der englischen Charts und den Rest sehen wir jetzt. Von 21 auf 10 rauf, Jarrell und Alexander O'Neill, Saturday Love. Von 8 auf 9 runter, Wham, I'm Your Man. Von 5 auf 8, Ella Jones, Walking in the Air. Von 14 auf 7 rauf, Sophia George, Girly Girly. Von 7 auf 6, Madonna, Dress You Up. Von 27 auf 5, Aha, The Sun Always Shines on TV. Von 11 auf 4, Bronski Beat, Hit the Perfect Beat. Von 1 auf 3 runter, Shaking Stevens, Merry Christmas Everyone. Die 2 bleibt, Whitney Houston, Saving All My Love For You. Und von 3 auf 1, Pet Shop Boys, Western Girls. Duette sind ja mittlerweile ein alter Hut in der Popmusik. Aber trotzdem finden sich da immer wieder recht interessante Pärchen zusammen. Beispielsweise Bonnie Tyler und Todd Rundgren. Und dann auch noch zu singen, Loving You is a Dirty Job, but somebody's gotta do it. You believe it when you finally found the truth.
Von euch dachte, das war wohl nicht Todd Rundgren, der hat vollkommen recht gehabt. Das war nämlich High Will Bennett und das ist ein englischer Schauspieler. Ja, wenn ihr jetzt die Zukunft dieses Jingles seht, wisst ihr ganz genau, was auf euch zukommt. Nämlich entweder eine ganz neue deutsche Band oder eine aktuelle Single von einer deutschen Band. Aus dieser Kiste heute Fritz Brause und Beat Boy. Take off your long ivory wigs, 'cause when we dance tonight, I wanna see your legs. Stellen sich mit neuem Sänger vor. Jimmy Somerville hat ja die Truppe verlassen und die Communards gegründet und der neue John Foster gleicht ihm so bis auf die Stimme in fast allen Einzelheiten. Ja, so Haarfarbe, Statue, Schuhgröße. Erstmalig haben sich Bronski Beat auch an das Thema Filmmusik gewagt. Ihr Titel stammt nämlich aus dem aktuellen Soundtrack zu dem Film A Letter to Brezhnev. Und das ist so eine Story, wo sich zwei englische Mädels in zwei russische Soldaten verlieben. Und die ganze Geschichte hat wahrscheinlich nur ein Happy End, wenn die Mädels eben in die Sowjetunion übersiedeln. Zumindest so der Wortlaut eines Briefes von Brezhnev an die Damen. Hit that perfect beat. Bronski Beat neu eingestiegen auf 59 in Deutschland.
Stammt aus einem deutschen Roman, nämlich aus der Blechtrommel von Günter Grass. Von Deutschland über England, über Norwegen, jetzt zu den ersten 7 Österreichern für heute. Der Kühlschrank ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Ehrt mich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins: ein Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. Steh ich vor der Bank und sage Überfall, was mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich bluffen. Ich schreie Hände hoch, das ist ein Überfall. Und seid ihr nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt, junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Nach einer halben Stunde bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben Sie? Ich sag an Hunger und an Durst und keinen Blärer. Ich bin der böse Kassenentleerer. Der Kassier sagt nein, was fällt Ihnen ein? Na gut, sag ich, dann zahle ich halt was ein. Das Böse ist immer und überall. Ja, also ganz so ärmlich geht's ja nur bei uns nicht zu. Aber bevor uns die Herren die Lohnkasse plündern, werde ich doch mal jedem eine Formel-1-Platte schenken. Die ganz neue Formel-1-Platte. Oh. Ja, auf der nächsten Seite ja dann vielleicht auch. Auf 26 sind sie gestiegen, die erste allgemeine Verunsicherung. Da wollen wir doch mal schauen, wer sich auf den ersten 10 platziert hat.
Von 6 auf 10 runter, Grace Jones, Slave to the Rhythm. Slave to the rhythm. Slave to the rhythm. Von 8 auf 9 gefallen, Mr. Mr. Broken Wings. Take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. Von 14 auf 8 ging's hoch für Mike Oldfield, Pictures in the Dark. Von 13 auf 7 rauf, ein Riesensprung für Depeche und Destiny. Bleibt unverändert, Fergus Sharkey, A Good Heart. A good heart these days is hard to find. A good heart. True love, the lessee kind. A good heart these days is hard to find. So please be gentle with this heart of mine. Von 2 auf 3 gefallen, Sandra, In the Heat of the Night. Eins auf zwei ging's runter für Elton John und Nikita. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never know. Ja, die Nummer 1 war jetzt nicht dabei, das ist die große Überraschung für heute. Auf der Platte ist sie auch nicht dabei, aber dafür gibt es massig anderes auf der Formel 1-Platte, zum Beispiel auch aus den deutschen Top 10 Sandra, Fergus Sharkey und vor allen Dingen die Pet Shop Boys. Ja, Survivor haben wir schon zum zweiten Mal Sylvester Stallone vertont. Diesmal für den Film Rocky 4. Den Film könnt ihr leider erst im Februar sehen, aber die Musik gibt's schon vorab. Neu eingetreten auf Platz 45 in Deutschland, Survivor und Burning Heart. It's a primitive clash. Fitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much.
Also in Rocky 1 haut der Sylvester Stallone einen Schwarzen auf die Bretter, der dann in Rocky 3 sein Trainer wird, damit er den nächsten Schwarzen umschlagen kann. Und in Rocky 4 ist es dann ein Russe. Und dieser Russe haut den Schwarzen aus Rocky 1 und Rocky 3 um, worauf er dann von Sylvester Stallone am Ende des Films boom auf die Bretter gelegt wird. Und damit ist der Russe auch hin. Ja, das ist Geschichtsschreibung aus Drehbüchern. Die Wirklichkeit schaut ja nur anders aus. Und ich finde es immer wieder toll, dass sich Rockbands unheimlich dafür engagieren, dass die Missstände auf der Welt ein bisschen gebessert werden. Band für Afrika, USA for Africa, Band Aid, Farm Aid, Diane and Friends, Northern Lights, wie sie alle heißen. Rockmusik hat damit ganz schön an Substanz gewonnen gegenüber der Politik. Und wenn ich Popsänger wäre, würde ich auch nicht in Sun City auftreten. Against Apartheid und mein großer Schwab Darren Hall war auch dabei. Aber von der Rassentrennung zur Freiheit, genauer gesagt zur Münchner Freiheit. Sie sind das erste Mal bei uns in der Formel 1 und sie sind der höchste Charteintritt diese Woche in Deutschland, die München. Die Eurythmics haben mittlerweile ihre vierte Single aus dem Album Be Yourself Tonight ausgekoppelt. Das ist mein persönliches Lieblingslied. Es wurde ja auch langsamer Zeit, dass sie da eine Single draus gemacht haben. In England ist es bereits platziert, in Deutschland noch nicht. Von 13 auf 10 rauf, Dire Straits, Walk of Life. Von 7 auf 9 runter, Mr. Mr., Broken Wings. Von 11 auf 8 rauf, Stevie Nicks, Talk to Me. Von 9 auf 7 rauf, The Cars, Tonight She Comes. 6 bleibt, John Cougar Mellencamp, Small Town. Die 5 bleibt ebenfalls, Climax, I Miss You. Von 3 auf 4 runter, Simple Minds, Alive and Kickin'. Von 4 auf 3 rauf, Diane and Friends, That's What Friends Are For. Die 2 bleibt, Eddie Murphy, Party All The Time. Und die 1 bleibt auch, Lionel Richie, Say You, Say Me. Passend zur Formel 1 begrüße ich hier bei uns Niki Lauda. Grüß dich, Niki. Sag mal, würdest du in so einem Auto dich noch auf den Nürburgring trauen? Also mit so einer Kiste sicher nicht, weil sie viel zu langsam sein würde. Ja, aber es ist doch wenigstens ein wunderschönes Auto, oder? Ja, ja. Ich glaube nicht mehr schnell genug für die heutige Zeit. Nein, das wahrscheinlich nicht. Du machst gerade einen Film in Deutschland. Worum geht's denn da genau? Da geht's um was Ähnliches, um die Geburtstagsfeier vom Automobil. Und zwar die 100-Jahr-Feier, die am 29. Jänner begangen wird. Und da spiele ich einen halben Computer und halb mich selber, der einen jungen Amerikaner durch die 100 Jahre Automobil führt. Und ich zeige ihm halt von hier und da die ganzen Stationen, die das Auto durchgemacht hat. Mhm.
Nicht nur der Niki Laud ist die ganz große Überraschung. Der ist nämlich diese Woche Nummer 1 in Deutschland. Es ist Falco. Falco kann leider nicht hier sein, denn der tummelt sich momentan auf den Virgin Islands und keiner wollte ihm ein Ticket für den Rückflug bezahlen. Niki, du hast doch eine eigene Airline. Warum hast du ihn denn nicht gleich mitgebracht? Ja, wir fliegen im Moment dort nicht hin, aber wenn er sich dort öfter aufhält, könnten wir die Strecke auflegen. Das wäre ja wunderbar. Falco?